YouTube, Podcast und meine ersten 200.000 Views. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IREM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Es hat nun knapp 3 Jahre gedauert, bis ich auf meine 200.000 Views gekommen bin, aber nur 8 Monate für die letzten 100.000. Das heißt, es geht rasant vorher. Schauen wir kurz durch die Statistik durch, damit man auch sieht, woher diese Views kommen. Bin hier in der Übersicht drin. Hier sehe ich die News, klar, Fall, positive Bewertung, negative Bewertung, gab es auch ein paar Kommentare, gab es immer mehr geteilte Inhalte, kann man erst seit einem gewissen Zeitraum machen, darum das auch noch nicht seit Anfang hinzugefügte Favoriten natürlich super und entfernte Favoriten kann halt auch passieren. Hier unten sehe ich, welche Videos am meisten geschaut wurden und da sehe ich ganz klar, das Thema Facebook entscheidend ist, Suchmaschinenoptimierung, das sind eigentlich die beiden Sachen, die am besten gelaufen sind. Ich klicke hier mal ins Detail rein. Hier sehe ich es also irgendwann seit hier kamen so ungefähr die 200.000 Views dazu. Wenn ich jetzt kurz durchdrücke, noch die Demografie, das sind immer noch viel mehr Männer, die das anschauen, dann kommen die meisten Views aus dem deutschsprachigen Raum Deutschland mit einem großen Abstand dann die Schweiz und Österreich, Spanier gibt es bis hin zu Thailand und den Niederlanden, was mich natürlich auch freut. Dann die Wiedergabeorte, auch ein entscheidender Teil. Hier haben wir vor allem die YouTube-Seite über 54%, über 100.000 kamen über die YouTube-Seiten. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. An eingebettete Player sind es 33%. YouTube-Kanalseite, also die Startseite von meinem YouTube-Channel, sind es 9% und mobile Endgeräte knapp 3%. Dann die Zugriffsquellen. Das ist für mich immer spannend zu wissen, eingebettete Players 33%, dann vorgeschlagene Videos, das ist das, was rechts im rechten Bereich passiert, das ist hier die pinke Kurve hier oben oder die pinke Fläche. Dann haben wir YouTube-Suche, also wichtig, dass man die Videos auch findet, da ist das Thema SEO für YouTube entscheidend, da habe ich auch schon Videos zugemacht. YouTube-Video-Anmerkungen, das sind die internen Verlinkungen, die müssen unbedingt auch da sein, macht nochmal 10% aus. Dann wie gesagt Apps, also über mobile Endgeräte, externe Webseiten, andere Funktionen, die Kanalstartseite, Google-Suche interessant, 1,7%, allerdings nicht sehr viel, aber immerhin. Also das ganz kurz zusammengefasst, meine 200.000 Views, also entscheidend ist, dass ich gut optimiere, dass ich Videoanmerkungen integriere, ganz wichtig, dass da intern auch zum nächsten Video gesprungen wird, dass er eben optimiert ist, damit er auch gefunden wird. Videos, die vorgeschlagen werden, machen einen wichtigen Anteil aus und natürlich auch die Suche in YouTube drin selber. Ich nehme jetzt mal an, es geht schneller weiter. Ich hoffe, ich brauche nicht mehr 8 Monate für meine nächsten 100.000 auf 300.000 Views, sondern es geht jetzt wieder ein bisschen schneller und so weiter und irgendwann lacht mich dann mal die Million an. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IREM AG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.